Der Harz ist das höchste Gebirge Norddeutschlands. Bis ins Mittelalter wurde er auch Hart genannt, was Bergwald bedeutet. Die Wälder stehen im Umbruch und befinden sich vor der Erneuerung. Die höchsten Berge sind der Brocken, der Wurmberg und die Achtermannshöhe. Topografisch gliedert sich der Harz in Oberharz, Hochharz, Mittelharz, Unterharz und östliche Harzabdachung. 11 verschiedene Brockenaufstiege bin ich mittlerweile gegangen. Der leichteste beginnt am Ehrenfriedhof Oderbrück. Der ruhige Beginn durch lichte Wälder, vorbei am dreieckigen Pfahl und der neue Goetheweg mit der vorbeifahrenden Brockenbahn sind landschaftlich sehr reizvoll. Die Aufstiege von Norden führen über den Hirtensteg, dem ehemaligen Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen. Vom Radauwasserfall führt der Weg über die Staumauer vom Eckerstausee inklusive der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Kurz und knackig geht es von Schierke über den Eckerlochstieg hinauf zum Brocken. Klimawandel, Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer haben viele Jahre zum Waldsterben beigetragen. Hier eine Aufnahme vom Eckerlochstieg. 2015 gab es an dieser Stelle noch saftiges Grün. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Erneuerung des Waldes ist in vollem Gange. Der Brockengipfel auf 1141 Metern Höhe versprüht mit seinem alpinen Klima eher spröden Charme. An sommerlichen Tagen ist hier oben immer was los. Nicht nur Wanderer sind hier anzutreffen, denn die Brockenbahn fährt direkt bis zum Gipfel. Zu empfehlen ist der Gipfelrundweg mit der Teufelskanzel und dem Hexenaltar. Der Brockengarten bietet ca. 1500 verschiedene Pflanzenarten, darunter einige endemische Arten wie die Brockenanemone. Lohnende Wanderziele sind die Teiche des Oberharzer Wasserregals. Das im 16. bis 19. Jahrhundert geschaffene System diente zur Umleitung und Speicherung von Wasser, das Wasserräder in den Bergwerken antrieb. Regal bedeutet königliches Hoheitsrecht. Mit dem Bergregal verlieh der Landesherr das Recht, Bergbau zu betreiben und mit dem Wasserregal das Recht, das zur Verfügung stehende Wasser dafür zu nutzen. Der Bau von 143 Stauteichen, 500 Kilometer Gräben und 30 Kilometer unterirdischen Wasserläufen zur Sammlung, Umleitung und Speicherung des Oberflächenwassers konnte nachgewiesen werden. Der bekannteste Wanderweg entlang einiger Teiche ist der Liebesbankweg. Zwischen Oker und Romkehalle befindet sich das tief eingeschnittene Okertal. Der Brautstein-Osthang ist mit 350 Metern der höchste Steilhang des Harzes. Die Kästeklippen sind eine Felsengruppe des Hutbergs. Die Granitfelsen zeigen die für den Harz typische Wollsackverwitterung. Hier befindet sich der bekannte Fels, der Alte vom Berge. Die Mausefalle ist ein 5 Meter großer Felsblock aus Granit. Er wird von einem schmalen, tiefstehenden und nochmals in sich unterteilten Stein gehalten. Das Okertal bietet herrliche Ausblicke. Den 64 Meter hohen Romkehaller Wasserfall und mit der Verlobungsinsel einen der schönsten Rastplätze im Harz. Der Marienteich liegt im Oberharz in der Nähe von Bad Harzburg. Von den zwei Parkplätzen bis zur Nordseite sind es jeweils nur 300 Meter. Hier steht eine Bank, auf der man die besondere Stimmung genießen kann.
Ein echter Geheimtipp ist der Scharfenstein. Der Aufstieg befindet sich an der Rangerstation 4 Kilometer nördlich vom Brocken. Auch wenn die Klippen selbst nicht spektakulär erscheinen, so sind die Ausblicke hervorragend. Leider kann man auch den schlechten Zustand der Harzer Fichtenwälder von hier sehen. Im Osten vom Harz befindet sich das herrliche Bodetal. Die Felsen überragen das Tal bis zu 200 Metern. Der Hirschgrund bietet mit seiner exponierten Lage einen idealen Ort für eine Rast. Der Aufstieg zur Rosttrappe über die Schurre ist seit dem 1. Mai 2021 wieder möglich. Die Ausblicke von oben sind einmalig. Ein absolutes Highlight im Ostharz ist die Teufelsmauer. Viele Sagen und Mythen haben sich im Laufe der Jahre gebildet. Rein wissenschaftlich handelt es sich um die Harz-Nordrand-Störung, bei der vor 65 Millionen Jahren Steinschichten gekippt und aufgestellt wurden. Die Teufelsmauer umfasst ein 20 Kilometer langes Areal mit den markanten Felsformationen Hamburger Wappen, Mittelsteine und Gegensteine.